So, herzlich willkommen natürlich zurück. Wir werden es natürlich weiter probieren. Was wollen wir auch anders machen, hä? Gucken wir hier rein, ob sich das lohnt. Auf jeden Fall. Naja, prinzipiell ist es wirklich, wir wollen eigentlich in Raid so lange wie möglich mal drin bleiben. Um dann eigentlich direkt wieder gleich ganz hoch. Überblick verschaffen, Ruhe bewahren, Überblick verschaffen. Oh Scheiße. So was, was man unbedingt gebrauchen könnte. Geht das? Nee, schade. Auch cool, auch cool. Geht das eigentlich? Nee. Schade. Ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schauen, dass wir jetzt hier. Naja, wir wollen jetzt relativ lange auf der Map bleiben, um. Um einfach mal ein bisschen jetzt zusammenzukriegen hier. Nee, das geht nicht. Um einfach mal um relativ spät auch runter in den Bunker zu kommen. Gib mal eine Rische-Granate. Ja, danke. Beides TP kann man mitnehmen. Machen das Ganze, oh, Entschuldigung. Machen das Ganze hier ganz ruhig. Wir haben die Zeit. Sollen die sich erstmal alle killen? Können wir uns mal auf jeden Fall merken, beziehungsweise nehmen wir es gleich mit. Da muss ich mir das nämlich nicht merken. Komisch. Geht das da drauf? Nö. Dann machen wir das ganz entspannt in der Zeit, weil wir haben ja die Zeit. Dass wir dann halt ganz entspannt nach einer Weile erst runtergehen, gucken gehen.
Dann in den Bunker müssen wir. Da in den Kontrollraum auf jeden Fall. Da, wo man das Licht anmacht. Und dann hinten über die komische Tür raus. Was war hier dran? Nicht. Irgendjemand quatscht hier auf jeden Fall. Wo kann ich? Mal gucken, ob wir jetzt hier noch was finden. Ist immer noch nicht, wo die sein sollen. Ganz unten vielleicht. Auf jeden Fall ist er vor uns was gerannt hier in der Bude.
Ich habe halt relativ wenig Lust, schon wieder Klacker in die Fresse zu laufen. Wir machen das Ding jetzt halb voll oder zumindest so voll wie es geht, dann haben wir wenigstens ein volles Sesher. Dann können wir uns eventuell wenigstens ein bisschen wärmen. Gläsen. Ja, das ist natürlich doof, dass wir jetzt die Munition dafür haben und so. Hat eigentlich auch einen Haufen Visierer, aber wir können nicht drauf machen. Ein bisschen belastend. Das kriegen wir nicht ran. Ich weiß, dass hier eine SVD liegen kann. Noch mal HP Muni. Ist mir gerade hier noch zu heiß. Was ist denn das hier? Ah, schwul. Mensch. Ich weiß nicht, wo die schießen. Wir müssen es aber auch mal angucken jetzt. Na klar. Kann ich das nicht mehr aufheben? Ich raste wirklich aus, komplett hier mit so einem Müll.
Wie geht denn das, dass hier nirgendwo ein Skeff ist? Ist das überhaupt möglich eigentlich? Sonst gibt es hier immer Skeps. Vielleicht haben wir unten Glück, es ist so viel Zeit vergangen. Gibt's das und die Milch und dann gehen wir unten durch den Bunker langsam. Warte mal, das ist schon richtig, wir müssen hier lang. Hey, da verpissen wir uns noch ein bisschen. Stecken uns hier noch irgendwo. Und warten ein bisschen die Zeit ab. Was eine gute Zeit, 5 Minuten vor Ende.
Ich denke, 5 Minuten so ist eine gute Zeit. Da müsste dann noch jeder Typ raus sein, der hier unten nicht mehr, also der wirklich hier nicht mehr finden will. Ich weiß jetzt nicht, warum man jetzt hier noch ewig drin bleiben sollte. Wäre auch merkwürdig, also ist auch merkwürdig jetzt noch. Warten einfach noch ein bisschen. Jetzt gehen wir nochmal aufs Gast gucken vielleicht. So nicht, das ist hier alles ein bisschen sinnlos. Höchstens mal nach hier langlaufen, ob wir vielleicht irgendwo eine Leiche finden von irgendjemandem. Aha, das war jetzt also dein Ernst. Das kann das gewesen sein. Manche Leute brauchen mir nichts erzählen, wirklich. Dieses Spiel ist verseucht und das Spiel weiß es auch selber. Immer noch 13 Minuten, ich habe das Gefühl, hier ist immer noch volles Begängnis. Wir haben noch 12 Minuten. Bunker Hermetic Door ist offen.
Na klar, ich. Ach Mann, dieses Spiel macht mich komplett fertig. Da kriegt man schlechte Laune, da kriegt man einfach schlechte Laune. Ich weiß nicht, was es ist, ob es an mir liegt, dass das so leckt bei mir, also dass ich so lecke oder so beim Rauspieken, keine Ahnung. Naja, das war's dann für die Folge. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao singen.